Ja, Lisa, wo bist du? Da unten steht sie, alles klar. Aha, sie hat sich nicht bewegt. Hier ist eine Art Hebel. Umlegen. Aha. Aber wofür, das weiß ich nicht. Okay. Barry, hier läuft ein krankes Monster rum. Geh mal bitte nachsehen, bitte. Barry? Verfluchter Sackgesicht. Haut er einfach ab. Aber wieso? Nicht mal was gesagt, einfach. Ciao, Mann. Okay, los geht's. Da ist auch bestimmt dann was drin, was ich brauche. Damit ich die verschlossene Tür öffnen kann. Und rein damit. Ja, genau so. Okay. Oh mein Gott, da liegt doch was sehr, sehr Feines. Schaut mal das an. Ist das ein Flammenwerfer? Ein defekter Flammenwerfer, okay. Naja, dann ist. Ich habe mich gerade so gefreut. Also ist die Trauer darum nicht so groß, weil ich das natürlich ablegen muss, um die Tür zu öffnen. Das werden wir jetzt natürlich tun. Wir kombinieren das mal hier, die Sachen. Zack. Wir brauchen ja nicht mal einen Schuss zu verschwenden an die Lisa, weil die macht ja im Grunde ja nichts Böses. Sie läuft nur herum. Aber wenn sie uns einmal trifft, ist halt fast Game Over. Deshalb lassen wir die gut erstmal rumlaufen. Wie gesagt. Fuck you, Lisa! Ich warte noch, bis sie ein bisschen näher ist. Dann laufen wir los. Ich aktiviere den Hebel noch einmal. Gott sei Dank war sie da. Ist auf Zeit, oder was? So. Und ablegen das Ganze. Klack. Und die Tür ist auf. Und rein. Lass mich in Ruhe, Lisa. Was ist das? Oh mein Gott. Wohnt sie hier? Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Ach du Fuck, was ist das? Okay, kann man nicht erkennen. Ja, aber hier liegt doch noch was. Oh oh, Schlangen. Ja, das ist natürlich dumm. Ich würde gerne wissen, ob hier noch was liegt. Ich möchte hier nichts liegen lassen. Ja. Ja, das haben wir auch. Ja, das haben wir schon. Okay, ich glaube, da hier ist nichts mehr. Was ich aufsammeln kann. Okay, dann gehen wir hier. Hier hat sie also gewohnt. Sehr wahrscheinlich. Aus dem Weg. Oh fuck, da sind wieder welche. Oh mein Gott, hier ist sie echt gewohnt. Da ist so eine Schatulle wieder. Schmuckkasten. Natürlich mitnehmen. Dieses Bett ist noch warm.
Dieses Bett ist noch warm. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Ich würde gerne wissen, ob hier noch was liegt. Das sieht aus wie ein Familienfoto. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen, bla bla bla. Das Bett ist noch warm, okay. Ja, ist okay. Dann gehen wir hoch. Jetzt hier oben weiter. Erstmal da entlang. Ups. Wir untersuchen mal kurz den Schmuckkasten. Prüfen. Es geht auf. Was ist das? Sie haben folgendes. Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Prognitovirus verabreicht. 10. November 1967. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutz beobachtet. Beobachtung dauert an. George, Aktion. Terminiert 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 67. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anderes Innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1967. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Arme Lisa. Sie wurde einfach für Experimente missbraucht. Und ihre Mutter auch. Und ihre Mutter ist dabei gestorben. Und Lisa ist mutiert. Wir wissen, dass ihr Vater George Trevor hier unten eingesperrt worden ist. Ja, nicht prüfen. Er wurde hier unten eingesperrt. Und einfach getötet. Einfach verhungern lassen. Eine Reihe verwittert alter Fässer, die anscheinend Wasser enthalten. Bla bla bla. Perfekt, wir können hier weg. Aber wieso ist da ein Raum da noch rot? Ach, ich verstehe das nicht. Ist mir das ja auch vollkommen egal. Sah aus, als ob das so eine Kiste wäre, aber das ist ja nichts. Wir haben alles. Wir verschwinden von hier. Und überlassen Lisa ihrem Schicksal. Wir sind genau wieder in der Hütte. Richtig, ich hab mich schon gefragt, wo kommen wir denn wohl raus? Okay, warte mal, wir legen das mal ab. Wofür ist das? Wofür ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Nein, speichern tue ich jetzt noch nicht. Ich speichere erst, wenn ich im Haus bin. Genau. Hab ich das behalten? Ja. Ich weiß nämlich, wo ich das einsetzen muss. Bump. Aber ich habe im Grunde ja nichts Neues bekommen. Oder gab es noch irgendwo was Achteckiges, was ich verwenden konnte? Ah. Habe ich hier nicht das letzte Mal einen abgeschossen?
Ah nein, da steht er noch. Ah, ich hasse dich. So. Trottel. Nein, ich glaube, es gibt nichts mehr Achteckiges, was ich verwenden könnte. Oh. Oh. Oh, vorbei. Da läuft ein Nackter rum. Ja, ja. Verdammt. So. Nein, Freunde, mir fällt nicht ein, wo ich das noch verwenden könnte. Was ich verwenden möchte. Also diesen Steinring. Barry finden. Ich muss wissen, warum er mich unten zurückgelassen hat. Hätte er wohl nicht gedacht, dass ich entkommen kann, ne? Vielleicht war es doch Barry, der uns verraten hat. So, genau. Das nehmen wir wieder mit. Das könnten wir theoretisch wieder einsetzen. Nein, warte mal. Muss ja nicht sein. Wir nehmen einfach beide und setzen sie da in diese Tür ein. Wie wär's? Das wäre an sich ein sehr guter Plan. Das machen wir doch gerade. Das machen wir jetzt einfach. Verdammt, wir setzen das jetzt da ein. Lass mal dem Hunter vorbei. Verpiss dich. Hat er sich schon zum Sprung gemacht und wollte mich erwischen, aber leider nicht mit mir. Wieder durch die Galerie. Ah. Na, jetzt haben wir zwei mal diese eckigen Steinplatten. Wie viel waren das? Achteckig? Weiß ich halt gar nicht mehr. Ist auch egal. Und wir können sie ja unter der Treppe einsetzen. Und ich habe immer gedacht, es müssen zwei gleiche sein, aber es muss ja nicht sein, oder? Wir können es ja mal gerne mal ausprobieren, ob das klappt oder nicht klappt. Wenn es klappt, sehr gut, dann kommen wir weiter. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen ratlos. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir tun sollen. Jetzt habe ich nur noch ein Messer bei mir, gell? Na, verdammter Mist. Ja. Zwei eckige Ringe oder Platten. Die wir jetzt hier verwenden können. Ja. Ich meine. Nein, verdammt. Einer geht. Zweiter geht nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Hm. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Wir nehmen das wieder mit. Ist es das Symbol von der Familie Spencer? Könnte gut sein, oder? Ja, aber was für ein Symbol, das weiß ich nicht. Ich muss zurück zum Hunter. Ich will was ausprobieren. Diese eine kleine Tür, der Raum, der noch frei ist, wo noch nichts drin ist. Da könnten wir noch reinkommen. Vielleicht können wir das Objekt da benutzen. Nee, warte mal, das ist ein Schlüssel gewesen. Ich brauche einen Schlüssel, um da reinzukommen, oder nicht? Okay, wir schauen uns mal weiter um. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir benutzen. Wo ist das? Ah, das ist unten im Keller. Ja. Ja, viele Möglichkeiten haben wir nicht, ne? Das probieren wir einfach mal aus. Wenn nicht, gehen wir einfach zum Speicherort, speichern und machen eine kleine Aufnahmepause.
Weil mir fällt jetzt nichts ein, verdammt. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich muss jetzt auf jeden Fall mit dem Steinring arbeiten. Der bringt ja irgendwas. Ich muss theoretisch dieses Metallobjekt, das in dem Steinring drin ist, muss ich ja vielleicht finden und da einsetzen in den Steinring. Da ist er. So, nochmal. Verdammt nochmal. Nicht mit mir. Ja. Nein, okay, scheiße. Wie ich es mir gedacht habe. Kommen wir nicht hin. Was ist mit dem Innenhof? Guck mal, was ist das denn überhaupt? Da gibt's auch noch einen Weg im Innenhof. Das erste OG. Das haben wir schon durchsucht. Das haben wir schon komplett. Die Residenz. Die haben wir auch komplett. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die eine verschlossene Tür können wir wieder öffnen. Die ist ja kein Problem. Scheiß Ding. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, funktioniert auch nicht. Okay. Kann ich nur den Steinring da einsetzen? Oder muss es die Platte sein? Okay. Das funktioniert also noch. Das muss ich also finden, also. Irgendwo muss es ja noch sein. Ich weiß aber nicht wo. Deshalb mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause, bis wir. Vielleicht forsche ich nochmal kurz nach für euch, damit es nicht zu lange geht. Und dann schaue ich nach, wo wir das finden. Ah! Ja, komm, da rein. Muss ich echt überlegen, wo könnte das sein? Weil wir haben ja mittlerweile alle Räume durchsucht. Ja gut, in dem einen Raum. Unten, da war nur Heilzeug. Was war da in dem Raum? Das weiß ich nicht. Ah, da sind Pflanzen drin. Okay. Guck mal, der Raum ist rot. Ich muss den Gegenstand aufsammeln. Den muss ich auf jeden Fall aufsammeln. Ja, okay. Warte, ich glaube, der war immer rot, oder? Weiß ich gar nicht. Egal. Ich muss ihn auf jeden Fall sammeln. Ich muss ihn auf jeden Fall haben, damit ich ihn die Tür einsetzen kann. Ich habe nichts bei mir, was ich auch verwenden könnte. Außer noch roten Edelstein. Wofür bräuchte ich denn den? Und die zwei Sachen. Adlermedaille und Wolfsmedaille. Ups. Ich wollte eigentlich speichern. So. Dann machen wir das Ganze auch. Wir speichern ab. So. Bin echt immer überlegen. Ein paar Sachen, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Naja. In der nächsten Folge hoffentlich kriegen wir das raus. Ich hoffe, ihr seid dabei in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, die Folge und die restlichen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.